Hallo und herzlich willkommen zu Atlas Fallen. Denn es hat sich ergeben, dass ich dieses Spiel euch heute schon zeigen kann. Ich selbst hatte mir eigentlich vorgenommen, mir Atlas Fallen, es sieht schon geil aus, ne? Mir Atlas Fallen erst später zu holen, weil im Moment relativ viel ja auch ist und ich den Oktober gerade vorbereite, der sehr voll ist von den Spielen her. Spider-Man habe ich nämlich zum Beispiel schon geregelt, nächsten Monat ist Alan Wake dran und dabei ist Atlas Fallen mir einfach so reingerutscht und dachte mir so, ah, dann muss das später sein. Wollte ich theoretisch auch eigentlich gar nicht als Let's Play machen. Aber ihr wisst, wie das ist, wenn der Beagle plant, lachen andere und dann ist es zu eurem Vorteil. Denn ich habe gestern oder vorgestern oder was, nicht vorgestern war es ungefähr, also am Montag, von Plyon einen Tweet gesehen. Und ja, ich nenne es immer noch Tweet. Ich weigere mich da X zuzusagen. Ey, ich X'e doch nicht. Dass sie Keys zur Verfügung stellen. Und ich dachte mir, ja komm, die haben mir bei Atomic Heart schon einen riesen Dienst erwiesen, versuchst es nochmal. Und jetzt sitzen wir hier, Leute. Jetzt sitzen wir hier. Daher an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Plyon, die mir das jetzt zur Verfügung gestellt haben, um euch das zu zeigen. Ich habe zugegebenermaßen von dem Spiel absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass es was mit Sand zu tun hat und dass der erste Teaser-Trailer damals verdammt geil aussah. Ich gebe zu, dass ich jetzt, wo ich die Gelegenheit habe, es zu spielen, mich durchaus auch drauf freue. Ich bin wirklich sehr gespannt. Dieses Spiel ist von ein paar Machern, die jetzt nicht so unbekannt tatsächlich auf meinem Kanal sind. Und zwar ist es von Deck 13, einem deutschen Entwicklerstudio, entwickelt worden. Bekannt unter anderem für die Ankh-Reihe und Jack Kane, aber auch The Surge oder auch Risen. Oder Risen, wie auch immer es ausgesprochen wird. Es bekommt auf jeden Fall ein Remake, Reboot, keine Ahnung, was es bekommt. Das soll jetzt ja auch noch rauskommen. Auf meinem Kanal sind Deck 13 aber mit meiner absoluten Hassliebe Venetica bekannt, das ja am Wochenende im Retro-Bereich läuft. Hassliebe, weil eigentlich ist das Spiel ziemlich geil, aber gameplay-technisch haben sie unglaublich seltsame Entscheidungen getroffen. Zum Glück sind die Leute jetzt von Deck 13 ja auch viel, viel weiter und ich behaupte, dass Atlas Fallen da einiges mehr rausholen kann. Wird von Focus Home Interactive, schon den gleichen Publishern wie bei Atomic Heart, rausgegeben. In dem Fall eben Plyon, die gehören zusammen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe Plyon unten in der Beschreibung mit verlinkt, sowohl den Twitter-Account als auch deren Seite. Werde zumindest die ersten paar Videos als gesponsert markieren, damit ihr Bescheid wisst, dass da jemand hintersteckt, der mir geholfen hat. Und bevor ich jetzt noch mehr rede, keine Sorge, ich habe den Timer noch nicht angemacht. Ich werde den Timer sowieso, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache, ob ich euch jetzt einfach eine 40-Minuten-Folge da reinklatsche oder zwei 30-Minuten-Folgen mache. Ich weiß es gerade noch nicht. So oder so bekommt ihr heute so Primetime ein bisschen mehr. Wobei, ist 20.30 Uhr eine Primetime? Hat die Primetime eine gewisse Zeit, so zwischen 20 Uhr und 21 Uhr? I don't know. Es wird auf jeden Fall Abendkino für euch werden heute. Und deswegen möchte ich auch gar nicht lange reden, denn wir haben schon 6:30. Könnte spannend für euch werden, wann das wirklich rauskommt. Wir starten. Ich bin gespannt wie ein Schnitzel. Ich habe schon echt positive Sachen auch über die deutsche Synchro gehört. Das löscht mich. Aber gut, die Synchro in Venetica, obwohl das Spiel ja schon sehr alt ist, ist auch nicht schlecht. Da sind auch einige bekannte Stimmen bei. Also vielleicht hat man als deutscher Entwickler auch ein paar Vorteile. Erstmal direkt in die Einstellung, Audio, Musiklautstärke, heftig, leiser, ne, nicht Gespräch. Gespräch, Umgebungsgeräusche, machen wir mal ein bisschen leiser. Nee.
anwenden. So, das sollte es sein. Neues Spiel. Träger des Gauntlet. Ein ausgeglichenes Kampf, bei dem du deinen Spielstil immer an die jeweiligen Umstände anpassen musst. Okay. Ich blende mich mal aus. Die Essenz, auch in ihrer kleinsten Form, enthält die Ewigkeit. Jedes Korn von ihr ist angefüllt mit Leben. Essenz ist nicht für die Sterblichen bestimmt, sondern allein für Telos. Die Gottheit, welche nach Essenz verlangt. Also gehorchen wir, schon für Jahrhunderte, indem wir Telos unser Dasein widmen, indem wir unser Haupt beugen. Doch ich werde mich nicht länger beugen. An dem Tag, als ich das Licht verdunkelte, setzte ich etwas in Bewegung. Ich finde den Zeichenstil total geil. Ich wusste. Also egal, wie gut oder schlecht das Spiel wird, das ist geil. Ich wusste, dass der Tod einziehen wird. Die Phantome, von der verdunkelten Sonne in Rage gebracht, würden Unschuldige töten, aber ich ging dieses Risiko ein. Es war ein Glücksspiel mit einem hohen Preis. In der Hoffnung, dass es erwachen würde. Dass ich Kamera invertiere. Das ist nichts, was ich kann. Ah, schneller laufen ist überall gleich. Wo muss ich denn hin? Ich blende mich jetzt mal ein. Angriff. Oh. Oh, R1 ist ausweichen. Was ist das denn? Ich kann dich hören. Hallo? Kämpfe sind simpel gehalten bis jetzt, aber ziemlich intuitiv gut. Wo bist du? Gut, ernsthaft was? Ah ja? Noch mehr? Und ausweichen.
ausweichen, das wird so eine Gewöhnungsnummer sein. Sie versuchen, mich hier zu halten. Nein, niemand versucht, mich hier zu halten. Schick sieht's aus. Moment, das kommt mir vertraut vor. Also kein Vergleich mehr zu Benetica. Alles wiederholt sich. Ja, es war ein Joke, Leute. Ich weiß, dass Benetica alt ist. Verflucht sei dieses Reich. Ja. Meine Plattformangst hier. Oh Gott, was? Verflucht sei dieses Reich. Ja, das hast du gut erfasst, dass es verflucht sein soll. Oh Gott. Nein, nein! Ein dicker Babu. Du, kannst du mir helfen? Wer bist du? Oh, ich darf frei wählen, wer ich bin. Wie geil ist das denn? Lass mal schauen. Sieht eigentlich ganz niedlich aus. Aber die finde ich ziemlich niedlich. Ich lasse die erstmal. Was habe ich für möglich? Ich möchte gerne rothaarig. That's never rot. Die Haarfarben sind wie in Hogwarts Legacy sehr enttäuschend. Ihr wechselt gerade gar nichts mehr. Ist doch kein Rot. Egal, wir schauen mit den Frisuren durch. Ich glaube, das war die, die ich vorher hatte, ne? Oh Gott, ich bleib bei der hier. Sorry Leute, ich bin nur mal ein Weißbrot, da macht da nichts dran. Ich habe die Bläs-Bläs. Ich habe jetzt zwar rote Flecken im Gesicht, aber ich bin halt super hell. Auch im Sommer. Gesichtsform. Ich sehe da jetzt bis auf Kleinigkeiten nicht so den Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte auf jeden Fall die sehen alle etwas eigenartig aus, aber blau. Boah, das ist ein geiles Blau. Das ist ein geiles Blau. Gesichtsmerkmale, meine Nase. Ich habe eine leicht abstehende Nase. Also ich habe einen super geraden Rücken, aber vorne dafür dann dieses mega Stüpsennäschen dran. Unten voller als oben brauche ich. Jetzt nicht so. Alter Mädchen, du siehst eigenartig aus. Ich glaube, ich gehe noch mal an die Augen dran. Die machen mich nicht glücklich. Da hat sie Triefaugen. Ich glaube, das sind fast die besten. Da mache ich nicht. Oh! Unten kann ich noch die Dings ein. Stimmt das meine Mimik? Mit den Rot. Ist das alles, was ich bestimmen kann? Das ist nicht viel. Ha, na gut, dann bestätige ich diesen Charakter. Oh.
bleib mich jetzt mal aus. Ich darf dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Phantome kommen. Bitte, wach auf. Der Sonne sei Dank. Komm, ich hab die Stimme nicht gemacht. Wir müssen weiter. Kinderin? Was ist passiert? Die Karawane wurde von Phantomen angegriffen. Hab ich Glück gehabt, dass ich die beiden nicht habe. Ich habe nach Überlebenden gesucht, aber nur dich gefunden. Du bist für mich zurückgekommen? Ich war in diesem Traum. Wir sind hier draußen ungeschützt. Wir müssen sofort zurück ins Lager. Wir haben es geschafft. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Ich bin eine Fährtenleserin und damit vertraut, verlorene Leute zu finden. Du bist immer da, wenn wir dich brauchen. Aber warum ist das alles passiert? Diese Route war doch bisher immer sicher. Wir haben nicht die übliche Route genommen. Die Königin hat unseren Kurs im letzten Moment geändert. Die Königin? Warum sollte sie sich für eine Karawane interessieren? Ich weiß es nicht. Das ist noch nie passiert. Dieses Land, es ist verflucht. Die Phantome sind überall. Aber die Wachen, sie hätten uns beschützen müssen. Psst, da kommt einer. Hey, Namenloser, nicht faulenzen. Zurück an die Arbeit. Wir haben gerade so den Sturm überlebt. Wir müssen uns kurz ausruhen. Der Sturm ist da draußen. Ich bin hier. Beweg dich, oder ich werfe dich den Phantomen zum Fraß vor. Die Worte eines Namenlosen bedeuten so jemandem gar nichts. Geh, ich komme schon zurecht. Wie sie schon mit uns sprechen. Diese Sonnenfinsternis ist ein schlechtes Omen. Die Wachen sind nervös. Provoziere sie nicht. Wenn sie uns wirklich da draußen dem Tod überlassen haben, muss sich jemand dafür verantworten. Das sehe ich auch so. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Unsere Leute, sie sind am Ende. Blutverschmiert, verängstigt. Rede mit den anderen. Wir müssen zusammenhalten. Halte durch, sonst sterben wir hier noch. Wir sind stark. Ich weiß es. Gemeinsam. Wir haben so viele verloren. Und die anderen sind verängstigt und allein. Finde Aufseher, Schmied und Hirte. Wir sollten das gemeinsam besprechen. Hast du dich nach dem Sturm gut erholt? Geht es dir besser? Ich werde alt. Vor ein paar Jahren. Ach, ich schwätze zu viel. Ich werde's überleben. Bist du verletzt? Brauchst du einen Heiler? Mach dir keine Sorgen um mich. Allerdings könnte ich einen ganzen Elch verspeisen. Gleich einen ganzen? Sag nichts weiter. Ich besorg dir was zu essen. Du hast die Königin erwähnt, dass sie unsere Route geändert hat. Ich habe die Wachen belauscht. Nein, ich weiß allerdings nicht, warum sich die tausendjährige Königin für unsere kleine Karawane interessieren sollte. Aber dass sie sich persönlich einmischt, tja, da braut sich was zusammen, Kindchen. Ich habe natürlich schon von der Königin gehört, aber ich habe sie noch nie persönlich gesehen. Du etwa? Das habe ich. Ein einziges Mal. Und ich würde lieber nicht darüber reden. Sie ist ein Ungeheuer. Obwohl sie seit Jahrhunderten lebt, hat sie sich nie für die Menschen eingesetzt. Sie dient nur Telos. Und Telos bedarf an Essenz. Ich verstehe. Ich komme bald wieder. Gut. Ja. Allein ist es gefährlich. Es gibt einen Mehrspielermodus. Du kannst über das Mehrspielfenster im Menü einen Freund zu deinem Spiel einladen. Drücke, um das Menü zu öffnen. Ah, okay. Ich bin so hungrig.
dieser Katastrophe ist nicht mehr viel Essenz übrig. Velos wird nicht erfreut sein. Okay, nichts Informatives. Du gehörst nicht ins obere Lager. Arbeite oder wir werfen dich raus. Nett. Arschloch. Augen im Sand gesehen. Niemand glaubt mir. Ja. Sieht so aus, als wärst du fertig mit der Zubereitung. Das entscheide ich selbst. Was willst du? Kann ich eine Portion haben? Es ist kaum genießbar, aber ich habe genutzt, was da ist. Du musst es allerdings mit jemandem teilen. Es ist immer noch ein langer Weg in die Hauptstadt. Finderin kann alles haben. Sie muss sich erholen. Danke. Lauwarmes Essen, ja. Und da ist der Schmied. Hallo, Schmied. Diese verdammten Wachen. Hast du gesehen, wie sie uns behandeln? Sie sehen uns nicht mal an, wenn sie unseren Tod befehlen. Diese verdammten Schweine. Bleib ruhig, Freund. Zieh bloß nicht Morats Aufmerksamkeit auf dich. Lass ihn nur kommen. Er ist das fetteste Schwein von allen. Er ist ein verdammter Mörder. Finderin will, dass wir zusammenkommen und darüber reden, was passiert ist. Darüber, was wir tun sollten. Genau. Wir sollten attackieren und die Initiative ergreifen. Ich will keine Leute mehr verlieren. Wir sind müde, total erschöpft. Wir müssen zusammenhalten. Ja, gemeinsam sind wir stark. Gut. Ich komme zum Lagerfeuer. Sag mir einfach Bescheid. Also dann, am Lagerfeuer. Wir werden warten. Ich liebe es, dass gewisse Sachen sich anscheinend auch bei Deck 13 einfach nicht ändern. So viel Essenz verloren. Telos wird wütend sein. Wie komme ich denn da hoch? Die Dialoge sind immer noch ein bisschen fragwürdig. Da komme ich nicht hoch. Frechheit. Oh. Warte mal, ich will mit dir reden, gute Frau. Hast du schon mit den anderen gesprochen? Ja. Die Dinge stehen schlecht. Aber ich wollte auch mit dir reden. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Hier. Der Koch war der Meinung, dass es essbar ist. Er hat sicher sein Bestes gegeben. Ich danke dir dafür. Ruh dich etwas aus. Wir brauchen dich noch. Ich kümmere mich um den Rest. Dann mach dich an die Arbeit. Lass eine alte Frau in Ruhe essen. Ach, das ist wieder okay, ja. Ich komme bald wieder. Hier vorne ist direkt der Erste gewesen. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Oh, bleib zurück. Die Phantome schlagen auf dieses Ding ein, als ob es keinen Morgen gäbe. Gut. Vielleicht gibt es das auch nicht. Wir wurden im Chaos zurückgelassen. Was ist passiert? Hauptmann Morat rannte sofort davon. Er befahl seiner Kutsche, sich so schnell wie möglich von den Phantomen zu entfernen. Ich habe ihn seitdem nur einmal gesehen, als er Erbauer in den Sturm trieb. Wir müssen besprechen, was wir jetzt tun. Wir können das nicht durchgehen lassen. Wir sind Namenlose. Was haben wir schon zu erwarten? Sie brauchen uns lebend, damit die Karawane weiterziehen kann. Das müssen wir ihnen klar machen. Vielleicht. Aber was nützt eine Besprechung? Sie haben Schwerter, mein Freund. Wir haben nicht einmal Rüstungen. Es muss ja nicht mit einem Kampf enden. Erstmal sollten wir uns versammeln. Da hast du recht. Ich werde zum Lagerfeuer kommen. Gut. Danke, Bruder. In der Zwischenzeit müssen wir uns um die Phantome kümmern. Mhm. Da ist die Finderin. Er muss dann weiter hinten sein. Ich hab der Hirte. Was hirtet der denn? Hallo. Oh. Ja. An die Arbeit, bevor die Wachen uns beim Herumlungern sehen. Ist was passiert? Was? Nein, ich... Die Wachen sind... Sie sind bösartig. Ich will nicht... Ich will nicht rausgeworfen werden. Finderin und ich haben überlegt, dass wir uns am Feuer treffen sollten. Nur um mit allen darüber zu reden, was passiert. Das ist ein bisschen unkonsequent. Was ist jetzt? Finderin oder Fährtenleser? Auf keinen Fall. Sie werden euch alle rausschmeißen. Könnte das gleiche sein, könnte auch was Unterschiedliches sein. Aber was ist die Alternative?
Wir müssen zusammenhalten, oder wir werden hier alle sterben. Ich... Okay. Okay, ich komme. Ich wollte nur... Danke. Solange ich nicht reden muss. Die Erinnerungen sind noch zu frisch. Okay. Hey, ihr zwei, beeilt euch. Aber wir sind erschöpft und... Gut, dass ich das eingesammelt habe. Ich gehe dann jetzt mal hier mal aus dem Weg. Das war das erste Mal, dass ich so viel Essenz verloren. Telos wird wütend sein. Da. Finderin. Ach, Scheiße. Ich habe nach den anderen gesehen. Sie werden kommen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt haben. Gut, wir werden warten, bis alle da sind. Ich hoffe, sie brauchen nicht zu lange. Freunde, danke, dass ihr gekommen seid. Es sieht nicht gut aus für uns. Wir haben viele Freunde verloren. Die Wachen sind für uns genauso gefährlich wie der Sturm. Wir müssen handeln. Was können wir schon tun? Sie sind Wachen. Soldaten. Sie sagen, es sei ihnen egal. Aber sie brauchen uns lebend, wenn sie die Hauptstadt erreichen wollen. Ja, ohne uns können sie die Essenz auf keinen Fall transportieren. Wir sollten kämpfen. Wir sind mehr. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Es ist besser, als dort draußen zu sterben. Wenn wir kämpfen, könnten wir gewinnen. Aber der Preis wäre sehr hoch. Deshalb sage ich, dass wir unsere Forderungen dem wahren Schuldigen vortragen. Morat. Ja, genau. Wir haben keine andere Wahl, Brüder und Schwestern. Verzweifelte Zeiten verlangen... Nun ja. Morat, er kann der Gerechtigkeit nicht entkommen. Er ist ein Mörder. Das ist er. Und man wird über ihn richten. Aber wir müssen vorsichtig vorgehen. Was auch immer passiert. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten und in Sicherheit bleiben. Nur so wird Morat fallen. Wenn wir uns also einig sind, lasst uns die Nacht überstehen und handeln, wenn wir ausgeruht sind. Ja. Gemeinsam. 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 Gut. Gehen wir wieder an die Arbeit. Was machen diese Arbeiter? Ich weiß es nicht. Natürlich weißt du es nicht. Hauptmann Morat, ich... Schweig! Ich gehe selbst nachsehen. Die Stimme ist auch sehr bekannt. Hauptmann Morat, möge die Sonne euren Weg erleuchten. Kann ich... Nein. An die Arbeit, ihr alle! Sofort! Telos sieht zu! Mir doch egal! Seht ihr nicht, in welchen Schwierigkeiten wir stecken? Und ihr sitzt nur rum und tut nichts? Wir unterhalten uns nur. Das ist nicht verboten. Auch nicht für uns Namenlose. Du fragst, wie kannst du es wagen? Es ist wichtig, dass ihr uns zuhört. Sonst werden noch alle sterben. Ohne uns läuft nichts in diesem Lager. Ob ihr es zugebt oder nicht. Ihr braucht uns. Wähle deine nächsten Worte sehr sorgfältig. Ich habe schon Namenlose für viel weniger erledigt. Die Phantome reißen uns alle in Stücke, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Aber wir werden nicht für euch sterben. Ihr denkt alle, das sei ganz einfach, oder? Das ist typisch. Sei vorsichtig. Was ist das Problem mit Leuten wie dir? Nur angefüllt mit blankem Selbsterhaltungstrieb. Ich habe das auch nicht gewollt.
Telos hat uns herausgefordert, in diesem Sturm zu überleben. Unsere Gottheit beobachtet uns. Und diese Farce bringt uns alle in Gefahr. Du, Wedelsführerin, du wagst es, mir zu widersprechen. Dann bist du perfekt für eine Aufgabe, die ich im Sinn habe. Hauptmann, ihr müsst uns zuhören. Schweig! Einer von euch hat mir etwas gestohlen und ist in die Wüste geflohen. Finde es und wir werden uns einig. Vielleicht. Da draußen wartet nur der Tod. Tu es nicht. Wenn es unseren Leuten hilft, ich werde es tun. Navinet! Komm nicht zurück, bevor du den Dieb gefunden hast! Boah, bin ich froh, wenn ich euch mal verprügeln kann, ey. Besitze ich sowas wie eine Karte? Hauptquest. Reise. Mehrspieler. Nee. Mehrspieler ist nichts für mich. Ihr wisst, der Beagle ist ein Solo-Beagle. Was Gaming angeht. Wie soll ich dem denn jetzt hinterherkommen? Da oben ist jemand. Und da ist noch etwas anderes. Bitte, sei kein Phantom. Das sieht aber sehr danach aus. Komm ich denn da hoch? Zusammen. Was ist das für eine Stimme? Hier. Ich bin hier. Was ist das? Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas ruft mich. Nein, warte. Was? Ich kann wieder sehen. Warte, wer bist du? Keine und Zeit. Wo bist du? Ein Phantom. Oh nein. Nein. Konzentriere dich. Nutze meine Kraft. Ich werde dir helfen. Okay. Au. Hab keine Angst. Benutze den Gong. Passiert. Mein Körper hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen... Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Wer bist du? Ich bin... Berge. Warte. Wer bin ich? Ich bin... Nayal. Aber... Er ist Nayal? Okay. Ich kann mich nicht erinnern. Er ist also, naja, ne? Ich habe ein Phantom besiegt. Aber wie? Wir haben das Phantom besiegt. Warum habe ich hier gerade so heftige Forspoken-Wipes? Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Vielleicht, weil Armberge also, sogar die gleiche Stimme hat. Lass uns hat zuerst wie, einen sicheren Ort finden. Armberge in Forspoken. Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. Ah, okay. Lass mal schauen, ob es hier irgendwas für mich gibt. Not really. Komme ich da nicht mehr hoch? Oh Gott, hänge ich jetzt irgendwie hier drin? Ja. Ah, hier geht's weiter. Gut. Es hat heftige Forspoken Wipes, Leute. Momentum. Du generierst Momentum, indem du Gegner triffst und besiegst. Je mehr Momentum du hast, desto mehr Schaden verursachst und erleidest du. Ich finde die Wipes... Oh, Momentum ist nicht permanent. Wenn du keinen Gegner triffst, verschwindet dein Momentum nach einer Weile. Und ruft den Sand. Spüre ihn um dich herum. Ausweichen wäre angesagt. Das wachsende Momentum. Au. Thank you.
Wenn du genug Momentum generierst, werden deine Waffen größer und stärker. Außerdem verwendet sich deine Fertigkeit. Diese Veränderung wird Aufsteigen genannt. Ja? Wenn du das Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Gorns. Sei vorsichtig. Au. Momentum kann dir auch helfen. Du musst mir ausweichen. Die Atome werden stärker, je mehr Energie du sammelst. Wow! Der Beagle muss das Ausweichen nochmal lernen. Wo bin ich denn hier? Ach, da oben. Ja, das schaffen wir. Rapp. Das hatten wir ja gerade schon. Der Gauntlet ruft den Sand. Spüre ihn um dich herum. Spüre das wachsende Momentum. Nein, nein, ach, scheiße, ich wollte ausweichen, Leute. Das mit dem Ausweichen ist irgendwie nicht so meine Stärke gerade. Aber selbst das erste Spiel, wo Ausweichen nicht meine Stärke ist. Ja, ja, ich weiß. Wenn du das Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Gorns. Oh Gott, doch nicht so von hinten, du Penner-Tier. Na? Momentum kann ja auch gefährlich werden. Sag mal, was soll das? Mein Gott, was soll das? Der Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Drücke LA2 und um dich mit deinem Amulett zu heilen. Das wird seine Aufladung verbrauchen. Die Energie deines Amuletts wird wiederhergestellt, wenn du deinen Gegner triffst. Sobald genug Energie wiederhergestellt ist, erhält er eine seiner Aufladungen zurück. Okay. Danke, dass du mir vertraust. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Voll verspoken. Vertrauen? Heute. Noch nicht ganz. Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen, denke ich. Okay. Ich gucke gerade mal. Nee, er speichert, glaube ich, von alleine. Na gut, ihr Lieben, dann mache ich hier einen Cut rein. Ich denke, ihr werdet heute noch eine Folge kriegen, weil so möchte ich euch jetzt natürlich auch nicht zurücklassen. Ich möchte ja schon wissen, wie es auch weitergeht und ihr bestimmt auch. Es wird nicht permanent auf Primetime sein. Ich denke, ich werde es ab morgen dann um 12 Uhr habe ich was, um 14 habe ich was, um 15 und 16 habe ich was. Ich denke, dass es dann 13 wird, Leute. 13. Dann habe ich die 12, 13, 14 und 15 und 16 vor. Ich habe den Luxus, dass alle anderen Let's Plays von mir bis Anfang, / Mitte September aufgenommen sind. Das heißt, ich kann mir die Dönekes gerade erlauben. Spider-Man Miles Morales wird Anfang September zu Ende sein. Ich denke, dann wird der Spot auch leer bleiben und Atlas Fallen quasi nachrutschen, sodass mein Kanal wieder etwas leerer ist. Wie gesagt, ich habe nicht geplant gehabt, dass das jetzt kommt. Werde aber auch natürlich dankend annehmen, was Plarion mir hier zur Verfügung gestellt hat und euch auch zeigen, was ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich muss sagen, obwohl ich deutliche Verbesserungen einfach in allem sehe, habe ich trotzdem teilweise bei den Dialogen noch heftige Venetica-Vibes. Und irgendwie finde ich das cool, weil die Dialoge ein bisschen cheesy auch ein bisschen sind.
Zumindest im Moment. Aber das macht's irgendwie geil, weil ich mir so denke, so in Venedig waren sie auch schon super cheesy und sie sind da irgendwie beigeblieben, nur dass die Synchronstimmen deutlich gestiegen sind. Ich meine, in Venedig hatte Natalie Portmans deutsche Synchronstimme mit drin, kein Thema. Und hier sind jetzt auch einige sehr bekannte dabei. Ich mag's bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es im Laufe weiter bleibt. Ich meine, Einführung ist immer Einführung. Die ist immer ein bisschen schleppend, sag ich mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Deswegen nehme ich euch gleich auch noch eine Folge auf für heute. Also ihr Lieben, haut rein.